Hallo? Hallo Emmy, das ist die dickste, schnuffeligste Nächste. Sonntags kurz nach drei, da geht im Äther voll die Post ab. Hier kommt die Elmi Radio Show. Guckt euch eure Oma an, bei der fällt gleich der Rost ab. Hier bei der Elmi Show. Die Show ist cool und digital und auch in Stereo. Ihr sagt ganz sicher, das ist Superman. Der Sonntag ist gerettet, juppdi-jupp, diddli-bumm. Drum bleibt doch bitte weiter dran. Nehmt die Finger aus den Ohren und ruft uns doch mal an, wenn ihr die Lösung wisst. Oh ja! Yeah. Denn bei jedem Rätsel gibt es hier bei uns Gewinner. Hier bei der Elmi Show. Hey! An dieser letzten Elmi Radio Show zeigen wir euch, mit wie viel Umdrehung ihr euer Raucherbein schleudern müsst, damit es trocken wird. Wie man sich seine Fußnägel toupiert. Und wir verlosen ein Wochenende Vollpension in der Fußgängerzone in Lindau. Du hast eben den Nymphomanen angeboten. Ah, du willst dir lieber den Filmpreis für die goldenen Nymphomanen? Jo. Kriegst schon Sprachschwierigkeiten. Okay, wir gucken, was es machen lässt. Und hättest du Lust, mit uns jetzt in den Weltraum zu gehen? Sicher. Alles klar, machen wir. Bringen wir hier in dieser super-duper Show die Weltraumabenteuer von Captain Kip Dotter, Träger des Bundesverdienstkreuzes und Enfant terrible und seiner Sexy-Assistentin Tessie Tittberger. Hier kommt Dotter. Danke, Freunde, danke. Ihr wollt mich begleiten auf meinem haarsträubenden Abenteuer durch die Schwerelosigkeit? Wow. In schrecklichen Begegnungen mit sechster Art, bei der sogar Alice Schwarzer sagt? Wow. Dann kommt mit auf mein Spaceship Reason Hubi 2 und lernt Tessie kennen. Captain Darling, ist es nicht wunderbar, hier mit dir alleine im All, an einem Sonntagnachmittag? Ja, besser als ein Pickel auf der Backe. Oh, das ist so romantisch. Du liest Space-Sex-Comics und ich begleite dich auf dem Klavier. Oh, Darling, welche Büste soll ich auf den Flügel stellen? Die von Mozart oder die von Bach? Tessie! Ja, Darling? Nimm Beethoven, denn der war Gott sei Dank taub. Captain Kip Dotter ist eine Müsli...